Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportio at Home. Ich bin Michaela und ich werde mit dir heute eine kleine Trainingseinheit Yoga für die Faszien machen. Nimm einen bequemen Sitz ein, setz dich entweder nach hinten auf die Ferse, lass dann den Oberkörper aufrecht. Oder wenn du möchtest, darfst du auch deine Stirn vorne am Boden ablegen, die Arme locker an der Seite ablegen oder auch die Arme nach vorne nehmen. Wenn du in einem aufrechten Sitz bist, lass die Hände ganz locker auf den Oberschenkeln liegen. Und wenn du möchtest, darfst du auch die Augen schließen. Atme tief durch die Nase ein und tief durch die Nase aus. Lass dein Atem fließen. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme noch einmal 3-4 Mal tief ein und tief aus. Dann öffne langsam wieder die Augen. Nimm deine Hände nach vorne in einen Vierfüßlerstand, sodass die Handgelenke direkt unterm Schultergelenk stehen und die Kniegelenke unterm Hüftgelenk. Fächer deine Finger auf, damit die Fingerspitzen und der Handballen Kontakt zum Boden haben. Lass den Rücken einfach mal locker durchhängen. Atme tief ein. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du in einen Katzenbuckel. Ganz rund werden. Der Einatmung wieder hängen lassen. Nochmal in einen Katzenbuckel kommen. Und in die Kuh wieder hängen lassen. Und nochmal in einen Katzenbuckel. Und wieder hängen lassen. Mach dies noch 2-3 Mal. Der Ausatmung in den Katzenbuckel kommen. Und mit der Einatmung in die Kuh hängen lassen. Wieder in den geraden Rücken. Stelle hinten die Fußspitzen auf, hebe deine Knie ab, schieb den Po weit nach oben Richtung Decke. Lass die Hände fest am Boden, versuch den Boden von dir wegzuschieben. Die Knie darfst du leicht gebeugt lassen und das Brustbein schiebt Richtung Oberschenkel. Jetzt versuche einfach mal, die Beine im Wechsel zu strecken, rechtes Bein und linkes Bein. Und zieh dabei den Oberkörper immer wieder leicht Richtung Oberschenkel. Mach das Ganze noch 2 Mal. Dann die Knie wieder leicht gebeugt, schieb den Oberkörper noch einmal Richtung Oberschenkel, die Pobacken schieben nach oben Richtung Decke.
dann wandere mit deinen Füßen nach vorne zwischen die Hände. Lass die Beine hüftbreit stehen. Der Oberkörper senkt Richtung Boden ab. Versuch den Scheitel Richtung Boden zu ziehen. Deine Knie darfst du ganz leicht gebeugt lassen. Lass jetzt die Fingerspitzen auf dem Boden und zieh dich mit dem Rücken in die Länge. Du kannst die Knie auch etwas weiter beugen, sodass der Rücken ganz lang gezogen ist. Richte dich nach oben auf, zieh die Arme über die Seite nach oben, schließe die Hände und zieh die Hände Richtung Herz. Noch einmal tief einatmen, Arme nach oben ziehen und ausatmen, die Arme tief. Noch einmal tief einatmen, oben ziehen, nochmal tief. Ziehe die Arme noch einmal nach oben und komme in eine Vorbeuge. Den Oberkörper wieder nach vorne nehmen. Kopf locker hängen lassen. Zieh dich noch einmal in die Gerade. Lass die Fingerspitzen hier am Boden. Setze jetzt dein rechtes Bein weit nach hinten in einen Ausfallschritt. Das linke Knie ist direkt überm Fußgelenk und das Brustbein schiebt weit nach vorne. Dann komme mit einem großen Schritt wieder nach vorne. Komm in die Vorbeuge, lass dich wieder nach unten hängen. Zieh dich noch einmal in die halbe Vorbeuge. Fingerspitzen bleiben am Boden, der Rücken ist ganz lang gezogen. Und dann nimmst du das linke Bein in einen weiten Ausfallschritt nach hinten. Komm hier tief und das Brustbein schiebt nach vorne. Und dann nimmst du das linke Bein wieder nach vorne. Bleibst nochmal in dem runden Rücken. Ziehst dich noch einmal in die Gerade. Und nimmst das rechte Bein nochmal nach hinten. Kommst mit der Hüfte tief nach unten. Und dann wieder nach vorne zu kommen, wieder in die Vorbeuge und ziehst dich nochmal in die halbe Vorbeuge und das linke Bein nach hinten setzen. Wieder tief und dann komm wieder nach vorne und zieh dich noch einmal in die halbe Vorbeuge, setz noch einmal das rechte Bein nach hinten, komme tief. Um nochmal nach vorne zu kommen, wieder eine ganze Vorbeuge, noch einmal in die halbe Vorbeuge kommen und das linke Bein nach hinten setzen, nochmal tief kommen und dann komme noch einmal nach vorne in die ganze Vorbeuge, zieh dich noch einmal in die halbe Vorbeuge, lang ziehen. Und richte dich auf, zieh die Arme über die Seite nach oben, Hände schließen und wir kommen nochmal tief mit den Händen. Nochmal einatmen, lang nach oben ziehen und noch einmal die Hände zum Herz nehmen. Noch einmal einatmen und wir atmen aus und nehmen nochmal die Vorbeuge ein. Komm noch einmal in die halbe Vorbeuge, den Rücken lang ziehen, Pobacken schieben nach hinten raus. Setz das rechte Bein nach hinten in einen weiten Ausfallschritt. Erde die Hände und setz das linke Bein auch nach hinten. Setze beide Knie ab und setz dich noch einmal nach hinten auf die Ferse. Du darfst die Stirn gerne am Boden ablegen und lass die Arme lang gezogen. Richte dich langsam wieder nach oben auf.
Dann nimm dir deinen Ball, Faszienball oder Tennisball und wenn du hast, darfst du dir auch einen Yoga-Block mit dazu nehmen. Nimm den Ball hier drauf. Wir gehen jetzt einmal an die Vorderseite von den Schienbeinen. Und zwar nimmst du dein Schienbein auf den Ball drauf und drehst den Fuß etwas nach innen, sodass das Bein auch leicht nach innen dreht, sodass wir auf der Muskulatur liegen. Du darfst auch gerne die Unterarme ablegen. Nimm etwas Druck hierauf und such dir mal hier einen Punkt, den du vielleicht etwas mehr spürst. Du darfst ruhig den Ball etwas bewegen, damit du einen Punkt findest und halte mit etwas Druck da drauf. Dabei tief weiter atmen durch die Nase ein und auch durch die Nase wieder aus. Und hier kannst du natürlich auch den Ball mit etwas Druck bewegen, dass du einmal von Punkt zu Punkt gehst und immer wieder etwas darauf hältst. Versuche hinten den Fuß ganz locker zu lassen und spüre, wie sich deine Muskulatur langsam löst. Darfst du langsam wieder lösen. Und dann nehmen wir die andere Seite. Wir nehmen den Ball unter die linke, unter das linke Schienbein. Auch hier wieder etwas Druck drauf geben auf das Schienbein, sodass du einen leichten Druck spürst. Du kannst selber den Druck ab und zu geben, wie es dir angenehm ist. Wenn es zu viel ist, nimmst du einfach etwas Druck weg. Dreh den Fuß auch wieder etwas nach innen, damit wir auf der Muskulatur sind. Und halte hier für einen Moment. Natürlich kannst du dir auch einen anderen Punkt suchen und auch dort nochmal für einen Moment halten. Lass den Fuß hinten ganz locker, damit sich auch die Muskulatur lösen kann. Löse langsam wieder. Dann gehen wir jetzt an die Vorderseite vom Oberschenkel. Nehmen auch den Ball wieder auf den Block drauf. Wenn du den Block nicht hast, kannst du natürlich auch den Ball auf den Boden legen. Legen dann die Vorderseite vom Oberschenkel auf den Block drauf. Hier darfst du auch gerne die Unterarme abstellen, wie es für dich angenehm ist. Fahre mal ganz langsam, ganz locker einfach mal auf den Ball und such dir auch hier einen Punkt, den du vielleicht etwas mehr spürst. Halte dort einfach mal. Du darfst selber den Druck ab und zu geben, wie du es möchtest, wie es dir angenehm ist. Versuch das Bein relativ locker zu lassen, damit sich die ganze Muskulatur entspannen kann und lösen kann und die Faszienverklebungen gelöst werden.
von der Fußspitze bis zur Hüfte das ganze Bein locker zu lassen, ganz entspannt zu lassen, den Fuß einfach locker hinten ablegen. Auch hier auf diesem Punkt das Bein gerne etwas drehen, ein klein wenig bewegen. Wenn du aber merkst, dass es dir zu arg wird, dann bleib einfach nur auf dem Ball liegen. Das ist auch vollkommen okay. Und dann löse langsam wieder, komm langsam wieder nach oben. Setz dich noch mal kurz nach hinten, lass die Muskulatur mal ganz entspannt und gelöst. Und dann nimm das andere Bein, nimm die andere Oberschenkelvorderseite auf den Ball. Und auch hier kannst du dir einen Punkt suchen, der für dich noch angenehm ist, aber wo du vielleicht ein bisschen was spürst. Du da verspannt bist. Und wenn du den Punkt hast, lass einfach mal dein Gewicht dort drauf liegen. Lass das Bein relativ locker. Du kannst auch hier das Bein ein klein wenig bewegen auf dem Punkt. Dann löse wieder, setz dich noch einmal kurz nach hinten ab, leg den Block und den Ball zur Seite, bleib einfach kurz mal entspannt sitzen und nehme dann deinen Körper auf die Matte. Leg dich mit dem Oberkörper auf die Matte. Stelle deine Hände neben die Brust ab, Fingerspitzen zeigen nach vorne, Ellbogen zeigen nach hinten. Wir schauen gerade nach unten und die Füße sind ganz locker hinten abgelegt. Schiebe dich mit deinem eigenen Körpergewicht nach oben Richtung Decke und dann komme wieder etwas tiefer. Mal nach oben schieben, Richtung Decke, dann wieder etwas tiefer kommen. Nimm kaum Gewicht aus den Händen, sondern versuch dich aus deinem Oberkörper, aus dem Rücken heraus nach oben zu schieben. Beim letzten Mal halte noch mal oben. Wir schauen gerade nach vorne. Halte dich aus dem Gewicht von deinem Rücken. Und dann komm wieder tief. Lege mal kurz deine Stirn auf deinen Händen ab. Stell nochmal beide Hände auf, drücke dich auf deine Knie nach oben, richte den Oberkörper auf, nimm deine Hände hinten an die Lendenwirbelsäule, schieb dein Brustbein nach oben Richtung Decke, schieb die Hüfte vor und beuge den Oberkörper nach hinten. Versuche aber mal effektiv die Hüfte vorzuschieben. Die ganze Vorderseite lang gezogen wird. Atme immer noch tief durch die Nase ein
tief durch die Nase wieder aus. Setz dich einmal nach hinten ab. Wenn du möchtest, darfst du deine Stirn am Boden ablegen. Einmal in die entgegengesetzte Position kommen. Richte dich noch einmal auf, bleib aber mit dem Po hinten auf den Fersen sitzen. Nimm die Hände hinten auf den Boden, die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Schieb dein Brustbein nach oben Richtung Decke, heb den Po ab und schieb auch die Hüfte nach oben Richtung Decke. Weit nach oben zu schieben. Und dann löse langsam wieder. Nimm noch einmal kurz deine Stirn vorne auf den Boden, die Arme locker an der Seite liegen lassen. Dann richte dich wieder auf. Und komme über die Seite auf den Po in eine Liegeposition, sodass du dich auf den Rücken legst. Lege deine Hände unter den Po. Nimm einmal das rechte Bein nach oben Richtung Decke und einmal das linke Bein nach oben Richtung Decke. Und halte hier. Dann löse langsam wieder, stelle beide Beine wieder ab und nimm die Hände unter den Po weg. Lege die Beine ganz lang am Boden ab. Die Arme darfst du noch einmal ganz locker an der Seite ablegen. Lass die Füße locker nach außen fallen und schließe für die letzten paar Minuten ruhig noch einmal die Augen. Atme tief durch die Nase ein und tief durch die Nase wieder aus. Fülle deinen ganzen Körper wieder mit Sauerstoff. Lass den Atem bis in deine Fingerspitzen fließen. Atemzug, lässt du den Atem weiter fließen.
Atme noch ein paar Mal tief durch die Nase ein und tief durch die Nase wieder aus. Durch noch zwei, drei lange Atemzüge. Langsam wieder die Augen. Stelle beide Beine langsam auf. Und komme ganz langsam nach oben zum Sitzen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich auch auf ein nächstes Mal. Und bis dann.